Jedes Jahr werden Listen veröffentlicht über die reichsten Menschen der Welt. So auch letztes Jahr. Die Forbes-Liste und einige andere. Anscheinend interessiert das viele Menschen, wer im Moment der reichste Mensch ist, sodass diese Aufstellung der Listen für die Medien Sinn macht. Im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, hat Elon Musk die Führung übernommen. Elon Musk, der Tesla-Chef. Der Grund natürlich, weil die Tesla-Aktie so stark gestiegen ist. Im gesamten letzten Jahr um 700%. Das heißt, sie hat sich mehr als versiebenfacht. Ein gigantischer Anstieg. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Tesla vor noch nicht vielen Jahren, ein paar Jahre, immer wieder vor der Pleite stand. Und dann dieser gigantische Aufstieg. Natürlich weiß niemand, wie es weitergeht. Natürlich ist das eine extrem hohe Bewertung, extrem hohe Zukunftserwartungen sind damit an diese Aktie, an dieses Unternehmen gebunden und niemand weiß, ob diese auch tatsächlich erfüllt werden. Eins ist sicher, wenn sie nicht erfüllt werden, wird der Aktienkurs auch wieder deutlich zurückgehen. Aber die andere Chance besteht natürlich auch. Wenn sie erfüllt werden, kann es noch weiter nach oben gehen. Niemand weiß es. In diesem Video geht es mir um was anderes. Und das ist mir bewusst geworden in einem Gespräch, das ich neulich führte. Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass diese reichsten Menschen der Welt dieses Vermögen in Wirklichkeit gar nicht besitzen. Dass es gar nicht in ihrem Privatbesitz oder im Unternehmensbesitz vorhanden ist. Dass das alles Hochrechnungen sind. Der Großteil des Vermögens dieser reichen Menschen besteht ja aus ihren Aktien. Das sind ja, und das ist sehr auffällig, mehr oder weniger alles, zumindest die ersten 10, 20, 30, also die führenden reichsten Menschen der Welt, beruhen auf einem Reichtum, das in ihrem Unternehmensbesitz besteht. Das sind meistens Gründer oder Unternehmer börsennotierter Unternehmen oder deren Investoren. Und was wird da gemacht? Da wird der aktuelle Aktienkurs oder der Aktienkurs zu einem bestimmten Stichtag, oft zum Jahresende, genommen von diesen Aktien und wird mal der Anzahl der im Besitz dieser Menschen befindlichen Aktien multipliziert. Und daraus errechnet sich der Großteil dieses Vermögens. In Wirklichkeit ist dieser Wert aber gar nicht da im Besitz dieser Menschen und dieser Unternehmen. Denn in Wirklichkeit werden zu diesem Aktienkurs natürlich relativ wenig Aktien dieses Unternehmens ge- und verkauft an einem Tag. Und das sind ganz andere Menschen, die als Käufer und Verkäufer auftreten. Das heißt also, niemand weiß, wie viel Vermögen diese Menschen in Wirklichkeit besitzen. Denn würde Elon Musk all seine Aktien zu diesem Preis, zu dem sein Vermögen bewertet wird, an der Börse verkaufen, das würde die Börse komplett überfordern, das wäre gar nicht möglich. So viel Nachfrage wäre über die Börse gar nicht darstellbar. Die Börsenkurse würden massiv einbrechen, die Kurse würden vermutlich ausgesetzt, weil es eine Überforderung wäre, weil es ein so großer Einbruch wäre mit so wenig Nachfrage bei so hohem Angebot. Also, und das ist vielen Menschen nicht bewusst, deshalb dieses Video. Diese Vermögenswerte, das sind alles Hochrechnungen. Wie könnte Elon Musk sein Vermögen, seinen Besitz an Tesla dann tatsächlich veräußern? Außerhalb der Börse, über Verhandlungen. Er müsste sich mit einem interessierten Investor zusammensetzen und dann über den Kaufpreis verhandeln. Und das kann ein ganz anderer Preis sein. Der kann deutlich niedriger sein, der kann auch höher sein. Das ist nur Verhandlungssache dieser beiden Menschen. Wenn überhaupt jemand bereit wäre, so viel Geld für ein Unternehmen auszugeben und wenn es könnte. Also, es handelt sich dabei um fiktive Hochrechnungen von Aktienkursen, Aktienpreisen, wenn man so will. Tatsächlich werden zu diesen Preisen aber nur ein Bruchteil von Aktien gehandelt, im Vergleich, der im Besitz dieser Unternehmer und dieser Gründer ist.
der tatsächlich vorhandene Vermögenswert, das liquide Vermögen, ist nur ein Bruchteil, sowohl im Privatbesitz des Unternehmens als auch im Unternehmensbesitz. Und das ist natürlich nicht nur bei den Aktien so, das ist auch bei Immobilien-Tycoonen so, die ihr Vermögen auf Immobilienbesitz aufgebaut haben. Auch da werden diese Quadratmeter Immobilien, die ihnen besitzen, und diese Haus- und Grundstückspreise natürlich hochgerechnet aufgrund von Anlagespiegeln, von getätigten Investitionen und getätigten Käufen von anderen. Aber auch da die tatsächlichen Preise, die da zugrunde gelegt werden, das sind ja nur Preise von viel, viel kleineren Umsätzen. Würden diese Immobilien-Tycoone all ihr Immobilienbesitz plötzlich zum Verkauf anbieten, dann wären die Käufer meistens zu einem ganz anderen Preis bereit, dieses Gesamtvermögen abzukaufen. Entweder deutlich höher oder deutlich niedriger, jedenfalls nicht zu diesem aktuell bewerteten Preis. Und darauf möchte ich hinweisen. Und das ist immer so, wenn es um Aktienkurse geht. Das ist eine Frage der Bewertung. Was gehört dann diesen Menschen in Wirklichkeit? Was gehört denn uns Aktionären in Wirklichkeit? Das ist der Anteil am Unternehmen. Das ist die Anzahl der Aktien, die wir besitzen von einem Unternehmen im Vergleich zu der Gesamtzahl der Aktien dieses Unternehmens, das sich im Umlauf befindet. Der Anteil also. Ja, und alles andere, wie viel diese Aktien, diese Anteile wert sind, das ist eine reine Bewertungsfrage. Das ist heute dieser Preis und im nächsten oder übernächsten Jahr ein ganz anderer Preis und morgen schon ein ganz anderer Preis. Ich finde, das ist wichtig, sich mal bewusst zu machen, um diesen ganzen Börsenhype, um diesen Hype um die reichsten Menschen und um Vermögen auch wieder in Relation zu sehen und sich bewusst zu machen, dass das meiste eine Frage der Bewertung ist. Und Bewertungen verändern sich. Ich will damit in keinster Weise die herausragende Leistung dieser Menschen dezimieren oder in Frage stellen. Ganz im Gegenteil. Ich bin der Meinung, dass wir weltweit viel mehr solcher Unternehmer bräuchten, viel mehr solcher Menschen bräuchten, die gewaltige Anstrengungen auf sich nehmen, die ein gewaltiges Risiko auf sich nehmen und bereit sind, solche unheimlich erfolgreichen Unternehmen zu gründen und aus dem Boden zu stampfen und zu solcher Höhe, zu solcher Größe zu führen. Denn wenn Sie sich die Lebensläufe dieser Menschen anschauen, dann fällt auf, dass bei keinem einzigen dieser Menschen es geradlinig nach oben ging. Bei den allermeisten gab es immer enorme, extreme Hochs und Tiefs. Elon Musk stand schon häufig vor der Pleite und hat immer wieder sich hochgekämpft, und auch all die anderen Gründer, Unternehmer und auch oft die Investoren, bei denen geht es auch ständig nach oben und nach unten. Und da wechseln sich halt dann ab Elon Musk, im Moment Jeff Bezos, oder Larry Ellison. Der reichste Europäer übrigens ist Bernard Arnault, der französische Unternehmer, dem der Luxuskonzern LVMH gehört, Louis Vuitton und diese Champagnermarken, die zu ihm gehören. Der reichste Mensch weltweit, also aktuell Elon Musk, verfügt über ein hochgerechnetes Vermögen von etwa 180, 190 Milliarden Dollar. Der reichste Europäer, Bernard Arnault, der wird je nach Wechselkurs, das ist ja auch immer eine ständige Veränderung dieser Wechselkurse, der wird im Moment hochgerechnet auf 120 bis 150 Milliarden Dollar. Also das sind gigantische Werte, aber nur sehr schwer wirklich in Geld, in Liquidität umzuwandeln. Wir bräuchten viel mehr dieser Unternehmer. Und ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen. Diese Werte, die da hochgerechnet werden, die haben
durchaus in manchen Fällen eine Bedeutung, nämlich zum Jahresende, wenn zu diesen Werten dann diese Unternehmensanteile in die Bilanzen eingehen, wenn es sich um Firmenvermögen handelt, in dem diese Vermögenswerte gebündelt sind, oder auch wenn es um die Besteuerung geht. Je nach Steuerart, je nach Land, werden solche Werte für die Besteuerung zugrunde gelegt. Wie zulässig ist das überhaupt? Wenn Elon Musk beispielsweise Steuern zahlen müsste, im Erbschaftsfall, sofern er vermögenssteuerpflichtig ist, eben je nach Steuerland, Steuerart. Vermögenssteuer wird auch nach solchen Werten berechnet. Und da werden dann Steuerlasten ermittelt, die in Wirklichkeit gar nicht liquide vorhanden sind, wo niemand weiß, ob die tatsächlich realisierbar wären und zu welchem Wert, zu welchem Preis, was am Ende wirklich dabei rauskäme. Ich finde, das ist zumindest höchst fragwürdig, solche Besteuerungsarten. Ich würde einen ganz anderen Weg gehen. Ich finde es für schlecht, für negativ, wenn auf Vermögen, das in liquider Form gar nicht vorhanden ist, das auf solchen fiktiven Hochrechnungen beruht, dann tatsächlich Steuern bezahlt werden müssen. Das ist kontraproduktiv und das ist ein falsches Signal für junge Leute. Ich habe gesagt, wir brauchen mehr junge Leute, die solchen Mut haben, die solches Engagement haben, Motivation, Tag für Tag sich abzukämpfen für ihre Ideen und solche riesigen Unternehmen aus dem Boden zu stampfen, denn in Wirklichkeit profitieren ja Tausende, ja Millionen von Menschen von diesen herausragenden Leistungen. Zum einen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einen Arbeitsplatz haben, durch Elon Musk, durch Jeff Bezos und andere. Zum anderen Staaten, die durch diese Unternehmen enorme Steuereinnahmen haben. Zum dritten Lieferanten, die an diese Unternehmen liefern dürfen und können. Und zum vierten natürlich auch Investoren, die sich an diesen Unternehmen beteiligen und von den Wertsteigerungen dieser Unternehmen profitieren. Also da ist ein ganzer Rattenschwanz an Profiteuren dran. Ich sehe es ganz anders, wenn ich Staat wäre. Ich würde sagen, schaffen wir doch positives Umfeld, schaffen wir doch Unternehmertum, schaffen wir doch Rahmenbedingungen, in denen immer mehr Menschen bereit sind, wirklich solche unternehmerischen Leistungen auf sich zu nehmen und solche Wagnisse. Weil langfristig hat es für alle Vorteile. Und verhindern wir es nicht und begrenzen wir es nicht, indem wir sagen, wenn du schon solche Leistungen auf dich nimmst, und in Wirklichkeit schaffen es ja nur ein paar ganz wenige, solche Unternehmen zu gründen und aus dem Boden zu stampfen, denn in Wirklichkeit scheitern ja sehr, sehr viele. Das, was Elon Musk, das, was Jeff Bezos versucht und erfolgreich gemacht hat, das haben ja viele tausende andere auch versucht, aber eben die sind daran gescheitert, von denen redet keiner mehr. Also ist es ein gewaltiges Risiko, dass diese Leute auf sich nehmen. Ich würde sagen, wir bräuchten Rahmenbedingungen, die diesen Mut deutlich fördern, deutlich unterstützen als Signal für junge Leute. Und dann bitte nicht solche fiktiven Besteuerungen durchführen, wenn sie Erfolg haben, dass sie dann auch noch Steuerlasten zahlen müssen, auf Werte, die sie in Wirklichkeit gar nicht besitzen und gar nicht zu Geld machen können im Zweifelsfall. Diese Debatte wird auch in Deutschland wieder auf uns zukommen, spätestens nach Corona, wenn es darum geht, diese enormen Schulden, die die Staaten jetzt aufgebaut haben, durch diese ständigen Unterstützungsmaßnahmen wegen der staatlich verordneten Lockdowns, wenn es darum geht, diese Schulden dann wieder abzubauen. Aktuell und in Zukunft möglicherweise vermehrt, ich denke vermehrt, kommen dann von bestimmten Parteien und Gruppierungen wieder Forderungen nach einer Vermögensbesteuer beispielsweise. Und genau da mit solchen Vermögensbesteuerungen werden dann wieder solche fiktiven Werte als Bemessungsgrundlage genommen. Ich halte das für Quatsch, ich halte es für kontraproduktiv. Ich würde nur besteuern, was auch tatsächlich an Geldmitteln, am Umsetzen
dem Steuerpflichtigen zugeflossen ist, sodass er die Steuerlast auch aus diesem tatsächlich vereinnahmten Geld bezahlen kann. Was finden Sie für gerecht? Da geht es ja immer um Gerechtigkeitsfragen. Und das ist eine immer subjektive Frage. Da wird man nie zwischen Menschen zu objektiven Kriterien, zu Übereinstimmungen kommen. Und das ist auch immer eine Frage der Kultur. In Amerika, in China, da werden Leute, die solch Herausragendes leisten, als Vorbild gesehen für andere Menschen. In Europa, im Zweifelsfalle gerade auch in Deutschland, da herrscht dann schnell die Neiddebatte und wird gesagt, das kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Die haben andere ausgeschmiert, die haben von anderen profitiert. Und da kommt dann gleich wieder das Negative ins Spiel. Ja, wie soll dann, wenn es Besteuerung schon droht, wenn solche Neidgefühle drohen, wie sollen dann viel mehr junge Menschen dazu bewegt werden, solche Lasten, solche Leistungen auf sich zu nehmen? So, das war jetzt mal ein relativ langer Appell mit einem ganz anders gestarteten Video, auch wenn es um Fragen der Besteuerung, um Gerechtigkeit und um kulturelles Einschätzen von herausragenden Leistungen geht. Wie sehen Sie es? Schreiben Sie es mir in die Kommentare. Wie würden Sie besteuern? Wie sehen Sie die Leistungen solcher Menschen? Wie gehen Sie mit Neid um? Und was halten Sie von solchen reichen Listen und von Bewertungen solcher fiktiven Werte? Schreiben Sie es mir in die Kommentare. Mich wird es interessieren. Andere können vielleicht von Ihren Ideen profitieren. Und wie immer, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie mir einen Like geben. Wenn Sie das Video teilen und weiterempfehlen, weil so mehr Menschen von solidem Vermögensaufbau profitieren können. Und wenn Sie künftig kein Video mehr verpassen wollen, dann freut es mich, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.